Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play GTA 5. Ja Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich habe jetzt mir mal ein bisschen Gedanken gemacht wegen Mucke und Radio und so weiter. Hab mal ein bisschen bei anderen Let's Playern reingeschnuppert, wie die das gelöst haben. Pete Smee zum Beispiel. Weiß ich nur, dass bei ihm in einer Folge so war, dass irgendein Radiosender ein Lied lief und er hat sehr panisch an den Radiosender gewechselt. Anscheinend kann man es aber machen. Also ich werde jetzt einfach mal das Radio anlassen. Und wenn irgendwie doch irgendeine Scheiße passiert, irgendwie, weiß ich nicht, GEMA sagt ja hier, Video wird gelöscht oder so, beziehungsweise es wird dann von YouTube gelöscht, dann wisst ihr Bescheid, beziehungsweise wenn dann irgendwie jetzt ein komischer Cut kommen sollte in den nächsten Videos, dann liegt das daran, dass dann irgendwie ein Lied drinne war von der GEMA oder so. Also wenn sich dann jemand wundern wollte, würde, sollte, dann wäre es sehr schön, wenn ihr denjenigen dann darauf hinweisen würdet, beziehungsweise, dass ihr auch jetzt Bescheid wisst, falls es irgendwie ein komischer Cut ist oder ein Video plötzlich fehlen sollte, dann liegt das daran, dass ich jetzt hier die Mucke anhab. Ich habe aber Bock, weiß einfach zu GTA, dazu gehört jetzt erstmal es so zu probieren, wenn ich merke, es geht wirklich gar nicht und irgendwie sind dann irgendwie 5 Videos oder 10 Videos hintereinander weg, irgendwie Übereinstimmung mit anderen Liedern und so oder mit anderen Copyright, bla bla, ihr wisst schon, was ich meine. Da muss ich wieder wegmachen. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wir gucken mal. Auf jeden Fall ist es dann ein bisschen unterhaltsamer nochmal. Ein bisschen mehr Atmosphäre. Es gehört ja mit zu GTA eigentlich dazu. So, wir können ja gleich mal gucken. Radiosender. Ich kann mal ein bisschen durchscrollen hier, dass wir so mal sehen, was es hier alles gibt hier. Weil hier gibt es richtig viele. Bist du, ich wähle jetzt hier einfach mal einen aus. Ich meine, wenn wir in ein anderes Auto einsteigen, wird sowieso wieder andere Mucke laufen. Ich habe gehört, der Los Santos soll ganz gut sein hier. Radio Los Santos soll ganz gut sein. Dann nehmen wir den einfach mal. Gerade ein bisschen Hip-Hop, wie es aussieht. Passt jetzt natürlich super zu Rebel. Nehmen sowieso jetzt einfach mal ein anderes Auto und werden das einfach ein bisschen randommäßig abspielen lassen hier. Ja, da vorne sieht doch ganz solid aus. Übrigens, ich hatte mich ja gewundert, wo meine Viper hin ist. Und da scheint es noch einen Bug zu geben. Es hat jetzt auch Rockstar Games offiziell zugegeben, dass hin und wieder, wenn man Autos in die Garage reinhaut, dass sie dann einfach verschwinden können und so weiter. Wahrscheinlich ist dann mein Auto einfach verschwunden. Das ist noch ein Bug, der ist offiziell, die versuchen dran zu arbeiten. Hoffen wir mal, dass sie es einfach bald mal machen. Ansonsten hatten jetzt so viele geschrieben, also es ist ja sowieso super viel, was immer geschrieben wird. Ich werde jetzt aber erstmal noch eine Mission lösen. Wo sind wir denn? Hier sind wir, dann machen wir erstmal das hier. Oder? Ja, dann machen wir erstmal das hier. Keine Ahnung, wenn wir gerade in der Nähe sind. Kann nicht so schlecht sein. Hatten einige zum Beispiel geschrieben, sollte mal bitte versuchen, ein Motorrad oder ein Tune-Buggy und so zu pimpen. Das werden wir bald auf jeden Fall mal machen. Dann kam sehr viel Stimmen Richtung Amoklauf und so. Das werde ich auch natürlich noch machen. Das steht außer Frage, Leute. Das ist halt immer nur, wie gesagt, eine Frage der Zeit, weil es gibt ja auch so viele andere Sachen zu tun. Ja, war vieles gewesen. Ich versuche einfach so Schritt für Schritt das alles ein bisschen nachzugehen. Aber wir müssen ja auch ein bisschen, wie ich auch die Mission hier weiterverfolgen. Und das wollen ja bestimmt auch die meisten. Man kann es halt nicht mal allen gleich recht machen, aber früher oder später werden wir hier alles haben. Und werde ich alles gezeigt haben, was es in dem Spiel gibt. Da bin ich mir sicher, da bin ich ja selber neugierig. So gut, da sind wir auch schon. Wie muss das jetzt eigentlich irgendwo sein? Kaufe 3 Masken. Okay. Cool. Schauen wir mal, was wir uns hier für schöne Masken kaufen können. Naja, die ist genauso in Rot witzig. Schweinemaske, dunkle Schweine, das ist voll Payday-mäßig. Ich finde die Monstermasken großartig. Ich glaube, ich werde 3 solche Monstermasken einfach kaufen. Ja, nehmen wir mal die. Ich muss ja 3 Stück holen, ne? Die ist für Michael. Warte mal, was haben wir noch hier? Nee, ich glaube, der Franklin kriegt von mir auch eine Monstermaske. Der Franklin kriegt von mir die Maske hier. Nee, Spaß. Ah, die sollten schon unterschiedlich sein. Da kriegt der Franklin von mir das Schwein. So. Gut. So, gut. Super Hammer. Das war ja eine einfache Mission. Die haben wir schnell gelöst. Was ist jetzt los? Speichern, ja, dann machen wir das mal an der Stelle. So, bestanden. Yay! Wieso nur 50%? Weil ich es lang gebraucht habe oder weil ich kein Klischee bedient habe oder was? Da hätte ich irgendwelche anderen Masken holen sollen. Schade, ich fand die Monstermasken aber cool. So, machen wir weiter. Karte. Und gucken mal. Machen wir erstmal hier hin, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ammunition mit Schießstand. Ja, okay. Aber dann wird wahrscheinlich irgendwas anderes sein. Oder wir müssen schießen üben, das kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn, dann müssen wir Waffen kaufen, das kann auch sein. So, Konferenz. Gucken wir mal. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. You've been lonely, you
So, dieser Ort eignet sich für das Fluchtfahrzeug. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Okay. Ja, müssen wir da mal schauen. Ich folge jetzt erstmal hier dem, was ich machen wollte. Da kann ich jetzt auch, wenn Musik läuft, mal bei einem Fahrt mal ein bisschen ruhiger sein. Ich bin ja natürlich immer bemüht, dass immer irgendwas passiert und so, wenn Mucke läuft. Das ist auch nochmal ein bisschen entspannter für mich und das ist auch nochmal wirklich sehr viel Atmosphäre. Schauen wir mal. Ich hoffe einfach, dass ich das so durchziehen kann. Wenn nicht, dann wisst ihr ja die Gründe. Aber jetzt machen wir das erstmal für ein paar Folgen so. Der Sender passt halt nicht so wirklich zum Franklin. Naja, zum Trevor meine ich. Ich hatte ja noch einen coolen Sender, der zu Trevor passen könnte. Der hier, dieser Channel X. Wieso nicht? Der hier. So, den fand ich ganz passend, wo ich vorhin mal durchgehört hatte für mich selbst. Ja, ob das jetzt gerade so gut passt. Ist egal, wir lassen jetzt erstmal laufen hier. Also Armor, glaube ich, auf jeden Fall machen wir noch. Da will ich wenigstens noch Raketenwerfer und so haben. Panzer müssen wir dann am besten auch besorgen, da werden wir halt alles auffahren, was hier möglich ist. So. Schauen wir mal aus hier. Kaufe 3 Overwars. Overwars. Ja, ihr wisst schon, Overwars. So. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, es ist ziemlich bummi, was wir hier holen. Aber wir sollen ja hier, das hier, sowas sollen wir holen. Trevor. Unterschiedlich ist aber auch doof. Da hätte ich lieber gleiche, oder? Ach ja, wir machen unterschiedlich. Ein bisschen individuell und so. Passt. So, hat man auch gelöst. Wie viel Geld haben wir denn noch mit dem Trevor? Wir gucken gleich mal nach den Aktien, das würde mich auch mal interessieren. 8000 Dollar haben wir. Tja, die letzte große, der letzte große Coup hat ja nicht so richtig funktioniert. Beziehungsweise Kuh, ne? Hat mir jemand kommen, ich habe immer Kuh gesagt, Kuh, so hat's gesagt. Halt, ich wollte ins Internet gehen, Moment. So, Internet. Schauen wir einfach mal. Ganzen Dienste. Sieht wahrscheinlich immer genauso kacke aus. Egal, ich lasse das Geld jetzt trotzdem erstmal noch drin. Wenn wir es dringend brauchen, kann ich es immer noch rausnehmen. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt bei der nächsten Mission jetzt endlich mal ein bisschen an Kohle rankommen. Ja, wobei an sich Munions haben wir genug, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier großartig was holen muss. Wobei, halt, wir können jetzt Raketenwerfer holen. Guck mal, Leute. 6500 Dollar Panzerfaust. Na, dann haben wir keine Kohle mehr. Aber ich will da eigentlich hier meine Aktien nicht verkaufen. Ich hole das da jetzt trotzdem einfach. Schwarzer Farbton. Ne, das lassen wir. Das ist ja schon. Die würde ich ja gerne eigentlich gleich mal testen. Jetzt haben wir noch 1000 Dollar. Haben wir denn eine Schutzweste? Haben wir noch an? Ja, das wird erstmal passen. Ja, dann mache ich mal die Muni noch schnell voll. Boah, würde ich jetzt wirklich gerne testen. Dann haben wir gleich wieder Stress mit der Polizei. Ich würde ja sehr gerne jetzt erstmal ein bisschen die Mission machen. Ich würde sagen, vielleicht können wir die ja dann anwenden, wenn wir dann eine Mission am Laufen haben. Müssen wir mal schauen. Oder? Wollen wir einmal rumballern? Hier ist gerade nichts zum Rumballern. Machen wir dann. Okay, es geht wirklich hier um die Zeit, also wenn ich... Ich muss ja wirklich schneller einkaufen, damit ich mal Gold bekomme. Aber hier wäre es eigentlich mal schaffbar. So, ist jetzt wieder ein anderer Radiosender. So, ist noch der gleiche. Noch der gleiche, sehr gut. Gut, dann machen wir mal zu dem B-Fragezeichen da. Oder ist das der Drogentyp? Boiler Suits can come off the shopping list. Nee, hier dürfte nicht der Drogentyp sein, es dürfte was anderes sein. Doch, das ist was. Hey. Ah, der ist wahrscheinlich wieder oben oder so, schätze ich mal. Und? Schauen wir mal. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, der ist ja wieder. Ich glaube, das ist der Drogentyp mit dem B-Fragezeichen gewesen. Ich werde jetzt mal was anderes machen. Ihr hattet mir auch schon geschrieben, was das ist mit dem Drogentyp und was mit Clowns und so. Das werde ich da mal noch machen. Aber jetzt habe ich da erstmal noch keine so große Lust. Wir machen mal das HS hier. Machen wir das HS. Jo. Wie geht's? Ich will den Clowns machen später dann. Boah, den Raketenwerfer zu hätte ich jetzt schon Lust, Leute. Ich glaube, ich mach das jetzt einfach mal. Und wir machen das jetzt mal. Das ist jetzt auch nicht der große Armor, glaube ich. Wir einfach nochmal testen. So, die dürfte beim Granatwerfer dabei sein. So, Panzerfaust, sehr gut. Na gut, Leute. Auf 3. 1, 2, 3. BAM!
Und sofort haben wir 3 Sterne am Start hier. Okay, Leute, steigen wir mal. Komm, den Bus erwischen wir noch. Okay, den Bus haben wir auch erwischt. Ich steig mal ein, hau mal ab jetzt hier. 3 Sterne, ja komm, da kommen wir schon irgendwie weg hier. Machen wir zwar das schöne Auto, jetzt ein bisschen kaputt, aber egal, das mache ich ja so oder so, wenn keine Polizei hinter mir her ist. Ich wollte es doch nochmal ausprobieren. Was habt ihr denn? Ich mache da jetzt gar nichts mehr. Scheiße. Was passiert, ist passiert. Da könnt ihr mich dort in Ruhe lassen. Eieieiei. So, wir müssen jetzt hier irgendwann schnell nach rechts abbiegen. Am liebsten haben wir ein halbwegs schnelles Auto. Ja, fuck, das ist jetzt noch nicht so gut, ne? Aber ich wollte erstmal weg von der Polizei jetzt kommen hier. Okay, ich wende nochmal. Ich will wenigstens schon ungefähr in die Richtung. Oh, ich will wenigstens schon in die Richtung fahren, wo wir hin müssen. So, Mama, gib mir das hier. Aber das war es wert gewesen, glaube ich. Das war es wert gewesen. Und stellt euch das mal vor, wenn man das wirklich plant, so mit Panzer, dann wirklich voll Panzerfaust, Raketenwerfer und Granatwerfer und so. Dann gibt es ja noch ein paar coolere, noch bessere, also nicht bessere, aber weitere coolere Waffen. Da kann man da richtig Remi-Demi machen, auf jeden Fall. So, hier nach links. Fuck. Aber hier kommen wir schon irgendwie noch weg, hoffe ich. Au! Ja, die sind immer noch hinter uns. Immer noch hinter uns. Immer hier nach rechts. Wir müssen jetzt irgendwie mal abgehangen bekommen hier. Abgehängt. Also das sind wirklich viele. Letztes Mal kam mir das mit 3 Sternen nicht so hart vor. Ja. Ich glaube den Müllwagen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, das jetzt zu machen. Können es probieren. Auf jeden Fall haben wir da jetzt ein bisschen mehr Gewalt, wir sind aber nicht schneller damit. So, wo sollen wir den denn hinbringen? Wahrscheinlich müssen wir erstmal die Polizei loswerden. Wie soll ich das jetzt schaffen? Ich kann ja nur ein bisschen zur Seite drängen, was hier da ist. Komm. Eieieiei, ich glaube, die werden wir nie los. Ich glaube, am besten wir lassen uns einfach dann fangen oder so, weil sonst können wir die Mission nicht weitermachen. So, ich will jetzt hier wegkommen. Also ich glaube, unsere einzige Chance ist, über die Polizei auch noch zu irgendwie wegzuhauen. Moment, ich stecke mal aus hier. Aber dann ist wahrscheinlich dann noch mehr hinter uns her, logischerweise. So, hier haben wir noch einen. So, und jetzt einfach wegfahren. Jetzt einfach wegfahren und immer ausweichen, wo Polizei kommt. Dann könnten wir es schaffen. Oh nein, es ist ja schon wieder eins. Ah, dann. Ja, das dachte ich mir lediglich. Ja, okay, Müllwagen wurde zerstört, ist ein Fick. Ist jetzt aber nicht so schlimm, Leute, so sind wir die Polizei jetzt wenigstens los und können jetzt eine gute Mission weitermachen, haben das mal ausprobiert alles, haben jetzt auch nichts verloren dabei und haben das mal gesehen. Ist jetzt nicht so wild. Und das Gute ist ja, man verliert ja auch jetzt nichts mehr. Ich meine, gut, in GTA 4 und so hat man, glaube ich, auch nichts verloren. Außer man wurde von der Polizei geschnappt, aber in der Regel wurde man ja von der Polizei immer gekillt und deswegen hat man dann auch mal eine andere Waffe gehabt. Ja, so, machen wir zu dem HS mal. Aber witzig war es allemal, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh. Klau den Müllwagen. Ja, den hat man ja schon mal geklaut. Lass mal stoppen hier. Ja. Ey, ich bin da nicht genug dazu, wirklich langsam als der Müllwagen. So, jetzt vielleicht mal. Yeah! So, ja, bleibst du mal stehen? Alter! Die wollen wirklich weg hier, Moment. So, lass mich mal rein hier bitte. So. Bring den Müllwagen zum FBI-Parkplatz. Ja, seht ihr, das hätten wir halt nie, ey, wir wären halt nie da weggekommen. Also mit der Vibe hätte ich vielleicht irgendwann geschafft, das ist gut möglich, aber da, das hätte auch länger... Oh, jetzt haben wir trotzdem 2 Sterne. Okay, jetzt können wir aber, jetzt haben wir ein bisschen Platz zum Ausweichen. Jetzt muss ich nur aufpassen. So, da rechts kommt was.
Und wenn ich hier rechts fahre, dann dürften die uns eigentlich nicht sehen. Wie fährt denn die jetzt? Fährt da lang. Dann fahren wir jetzt hier lang. Machen wir mal dieses Katze-Maus-Spiel. Ich muss mich jetzt eigentlich nur ruhig verhalten. Irgendeiner hat auch geschrieben, man kann sich einfach in den Busch verstecken. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war. Oder ein Troll. Ah, jetzt wird es doch hier ein bisschen enger. Moment, die werden wir schon noch los hier. Das war knapp. Ich muss jetzt ganz schnell hier... Halt, halt, halt. Okay, nee, die kommen hier nicht, die kommen hier nicht. Jetzt läuft schon wieder keine Musik mehr. Haben die ja keine Mucke an. Das war knapp, das war knapp, das war knapp, das wird knapp. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh, scheiße, das gibt's doch gar nicht. Oh, ist das nervig, Leute. Oh, ist das nervig. Also langsam kriege ich da aber echt schlechte Laune hier. Ach Gott, okay, die ballern wir auch noch schnell weg hier. Hammer. So, den auch noch. Naja, kommen jetzt hier richtig viele. Wartet mal. Ja, beweg dich mal bitte nicht so. Jetzt. Bam! Ja, egal, machen wir noch einmal Spaßrunde hier, Leute. Und im Anschluss machen wir das dann wieder ordentlich. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber ich kann es nicht ändern. Die Raketen haben wir noch 14 Stück, da haben wir noch ein bisschen zu tun hier. Ich sollte mal ein bisschen Deckung suchen. Moment mal. Okay, hier sind auch welche. Das war keine gute Idee, hier zu parken. 3 Sterne, wir haben immer nur 3 Sterne. Mal sehen, wenn es mehr wären. Hier ist hier noch ein ganzes Auto. Nur noch 3 Sterne. Das war wirklich ewig, bis man mehr Sterne aufgebaut hat. Na ja, komm. Der ist ja gleich down. Ah, wir haben ja gut was gekillt hier auf jeden Fall. Moment, ich wechsle mal die Waffe. Wenn wir noch ein bisschen was hier reißen können. Hammer. Deckung. Immer noch 3 Sterne. Krass, ey. Ich wechsle mal Panzerfaust wieder. Ich muss nur mal den Hubschrauber zerbrechen. Die auch noch. Ah, die war drüber. Scheiße! Drüber geschossen. Jetzt. Nice. Aber der steht noch da vorne. Alter! Damit habe ich nicht gerechnet. So gut, Leute. Jetzt aber mit Konzentration. Jetzt mit Konzentration hier.